So, liebe Freunde, das Summer wieder, das Summer wieder, das Summer wieder. Willkommen zu einer weiteren Folge von Monkey Island 3. Und diesmal nicht Special Edition, sondern The Curse of Monkey Island. Ja, was haben wir gemacht? Also, wir haben ja was vor. Also, beginnen wir. Wir brauchen eine Crew. Festung. Keine Festung, noch eine Festung, Sumpf, da kommen wir gerade her. Ja, was machen wir denn jetzt? Es sind schon 38 Sekunden, die ich aufzeichne und ich habe noch nicht mich einmal bewegt. Auf wie geht's? So, was müssen wir machen? Wir müssen eine Crew finden. Ganz schlimmes, ganz großes Kino. Okay. Ich wollte hier. Hallo? Was ist das? Die Barbierküste. Okay, gehen wir mal rein. Nein. Oh, gleich drei Willkommen Leute. Willkommen, werter Herr, in der Barbierküste. Wo jeder Haarschnitt ein Abenteuer ist. Okay. Hey, wenn du ein Haarschnitt willst, dann musst du warten, bis ich mit Captain Rechelieu hier fertig bin. Seid ihr Jungs Piratenfriseure? Wir bevorzugen den Ausdruck Seeräuber-Haarstylisten. Haarstylist. Vielleicht könnt ihr mir helfen, diesen riesigen Diamantring zu finden, den ich suche. Diamantring? Ja, er soll enorm sein und er ist auf Blood Island. Blood Island? Nie davon gehört. Das ist echt eine lustige Geschichte. Ich muss den Fluch aufheben, der aus meiner Freundin eine massive Goldstatue gemacht hat. Ja, super. Dieses Gold? Wartet eine Sekunde. Habe ich jetzt zu viel verraten? Okay. Super Idee. So, hier scheint schon mal eine Reihe. Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood. Ich verstehe. Und mir ist es egal. Aber super nett. Ich bin ein mächtiger Pirat. Ha! Was soll das heißen? Ha! Ich meinte es, wie ich es sagte. Ha! Wenn du ein mächtiger Pirat bist, bin ich kahlköpfig. Okay. Ich bin mächtig genug, LeChuck zu schlagen. Zweimal! LeChuck? Ha! Auch wenn er tot ist, gibt es keine Entschuldigung für dieses Haar. Sie sind also Schiffskapitän, was? Irgendein Schiffskapitän. Sag mir nicht, dass du noch nie von Captain René Richelieu gehört hast. René? Ich bin ja nur der gerissenste und gefleckteste Kapitän, den es je in der Karibik gab. Würden Sie gerne in meine Mannschaft kommen? Ich? In deiner Mannschaft? Bitte lass mich nicht in hysterisches Gelächter ausbrechen, während dieser Answurst an meinem Aar arbeitet. Warum wollen Sie nicht in meine Mannschaft kommen? Ich diene unter keinem Mann oder Junges. Nur eine Sekunde. Wenn es irgendeinen Schatz zu finden gibt, bin ich der Mann, der ihn findet. Und ich werde absolut fantastisch aussehen, während ich das tue. Haha, so ein eitler V. Wussten Sie, dass Sie langsam grau werden? Das werde ich bestimmt nicht. Feuer! Rennt um euer Leben! Ich bin sicher, die Behörden haben die Situation wahrscheinlich unter Kontrolle. Nur für den Fall, mehr Feuchtigkeitscreme. Wahrscheinlich, die Behörden haben die Situation wahrscheinlich unter Kontrolle. Sie scheinen beschäftigt zu sein, ich komme später wieder. Okay, das bringt nicht viel, aber hier liegt immer ein Kamm, der da hingelegt wird. Wir gucken weiter. Hier ist ein Briefbeschwerer. Und den nehmen wir jetzt mal. Nicht anfassen, du Missgeburt. Oder dieser Affe könnte meinen Haarschnitt ruinieren. Haarschnitte für den kritischen Piraten. Frühjahrsausgabe. Oh, guck mal, da oben ist eine Schere. Ich komme nicht ran. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden. Hier ist ein Schild an diesem Porträt. Darauf steht, in liebevoller Erinnerung. Crackers, 1684 bis 1685. wer sich das hängen lassen? Wer sich erinnern kann, hier, das etwas taugt.
Wer sich erinnern kann, in der letzten Folge, glaube ich, da mussten wir dem Papagei Crackers geben. Also man findet das alles wieder. Okay. Das sind Kämme, die in diesem blauen Zeug schwimmen. Hände weg von den Kämmen. Die gehören uns. Okay, das bringt auch nicht viel. Kann ich mit dem reden? Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood und ich bin ein mächtiger Pi. Ruhe! Rat! Hä? Lenk ihn nicht ab, während er an mir arbeitet. Ei, mein Jung. Warte, bis du dran bist. So ist das bei den Piraten. Okay, alles klar. Dann wollen wir uns mal mit den anderen beschäftigen. Das ist so geil, das Spiel, ne? Mächtiger Pirat. So? So nett, Sie kennenzulernen, Mr. Bill. Bill? Bill. Ist das Ihr Piratenname? Bill? Halsabschneider Bill. Halsabschneider Bill. Das gibt der Sache einen ganz anderen Touch, oder? Werden Sie jemals zur Piraterie zurückkehren? Vielleicht. Eines Tages, wenn ich den richtigen Kapitän finde. Oh! Perfekt! Ich werde Ihr Kapitän sein. Auf nach Blood Island und zu tollen Abenteuern. Kommen Sie mit? Du? Ein Kapitän? Wohl kaum. Ich habe den Schwertmeister von Mealy Island besiegt. Stimmt, haben wir gemacht. Was kannst du vorweisen? Ich habe massenweise coole Geschichten. Schätze, immense Berge von Gold und Diamanten, Zepter aus massivem Gold, irgendetwas? Nun, ich habe diese Münzen. Falsche? Ja. Du bist mir vielleicht ein Schatzsucher. Du würdest doch nicht einmal in einem Schmuckgeschäft Gold finden. Ich wette, ich finde sogar hier auf der Insel Gold. Wie viel würdest du wetten? Oh, oh. Nun, ich habe diese Münzen. Ah ja. Wenn du mir einen richtigen Schatz zeigen kannst, kannst du wiederkommen. Okay. Piratengeschichten, kennen Sie welche? Okay, eine Geschichte. Ich begann als Seemann auf der MS Wogen des Wollknäuel, die von der Kapitän war ein Meisterschatzsucher, ein Wahrsager aus einer alten Geheimgesellschaft. Er hatte einen merkwürdigen fünften Sinn, wenn es darum ging, Wertgegenstände zu finden. Einen fünften Sinn? Wird das eine gruselige Geschichte? Denn ich warne Sie, ich werde völlig Fremden in die Arme zu springen, wenn ich mich erschrecke. Ich habe ein Rasiermesser. Gutes Argument. Erzählen Sie weiter. Wir verließen den Hafen ohne Karte, nur durch die scharfen Sinne unseres Kapitäns geleitet. Die ersten Wochen fuhren wir nur im Kreis. Bis wir merkten, dass die Goldohrringe der Mannschaft den Kapitän durcheinander brachten. Nachdem wir den ganzen Schmuck, Goldmünzen und Gürtelschnallen über Bord geworfen hatten, kamen wir wieder auf Kurs. Ihr Kapitän muss eine echte Jahrmarktsensation gewesen sein. Viele von uns an Bord begannen, das Gleiche zu glauben. Wir segelten 2 Jahre lang und waren schließlich auf dem Weg zurück zu Plunder Island. Aber gerade als wir anfingen, an ihm zu zweifeln, zahlte er sich aus. Wir fanden einen versunkenen Schatz direkt vor der Küste. Warte eine Sekunde. War es ein enormer Haufen Schmuck, Goldmünzen und Gürtelschnallen auf dem Grund der Bucht? Exakt. Woher wusstest du das? Ich hatte da so ein Gefühl. Wie sind Sie in die Hairstyling-Industrie eingestiegen? Ich habe supergeil eine Anzeige gesehen, in der ein Frisiersalon-Quartett Verstärkung gesucht hat. Wäre das ein Problem für dich? Nein, das muss wohl eine sehr lohnende Arbeit sein. Was soll das heißen? Heißen? Nur das, weißt du, Haare schneiden und singen muss wohl viel Spaß machen. Es ist jeden Tag wie eine Party. An manchen Tagen weiß ich gar nicht, wohin mit meiner Freude. Mir wird schwindelig und das Gelächter blubbert aus mir heraus wie ein Springbrunnen der Freude und Fröhlichkeit. Okay, anderes Thema. Okay. Es war mir ein Vergnügen. Tschüss. Also, für den brauchen wir auf jeden Fall Schmuck. Jetzt gehen wir mal den Adretta-Pirat. Ey, ich habe eine Fliege hier rum. Was ist denn da hier mit dir los? Bist du denn? Wo wohnst du denn hier? Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Klar bist du einer. Okay, dann, wer sind Sie? Edward van Helgen. Doch nicht der, das ist richtig. Mein Name ist der von Piraten am meisten gefürchtet. Edward van Helgen. Kuschelhase van Helgen. Ja. Wie
würde es Ihnen gefallen, meiner ständig wachsenden Schar von Piraten beizutreten? Deine Mannschaft? Warum sollte ich bei deiner Mannschaft mitmachen wollen? Es wird der absolute Knaller. Wir segeln nach Blood Island. Tut mir leid, Streetwood. So gern ich wieder draußen auf dem Meer wäre, so könnte ich doch niemals einem Kapitän dienen, der weder ein Gentleman noch mir ebenbürtig ist. Gentleman? Das bin ich durch und durch. Dann beweise es. Wenn du mich in einem Gentleman-Duell besiegen kannst, trete ich deiner Mannschaft bei. In Ordnung. Beginnen wir mit dem Duell. Nein, nein, nein. Da gibt es Regeln. Wenn du dich mit mir duellieren willst, musst du mich ausreichend beleidigen. Okay. Hey, das ist ein hübsches Hemd. Wie lange sind Sie schon farbenblind? Oh, bitte. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass Sie ein großer alter bettnässender Dummkopf sind? Nein, aber ich bin immer noch nicht beeindruckt. Wie angemessen. Sie kämpfen wie eine Kuh. Das ist ein alter Hut. Komm zurück, wenn du frischeres Material auf Lager hast. Okay. Nettes Parfum, das Sie benutzen. Haben Sie sich eigentlich in Dung gewälzt oder ihn sich nur ein wenig hinter jedes Ohr getupft? Dies ist nicht die Art von Beleidigung, die ich meine. Ich möchte Sie nicht beleidigen. Warum können wir nicht einfach so loslegen? Okay. Boah, schon so spät. Ich muss gehen. Alles klar. Also, wir müssen den beleidigen. Den müssen wir einen Schatz besorgen. Das, was ist das? Kieferknacker. Okay. Ach, Finger weg von diesem Kamm oder ich knall dir eine, du diebischer Hund. Okay, also. Wir müssen erstmal dafür sorgen. Was ist das? Da ist eine geheimnisvolle Tür. Gehen wir mal zur geheimnisvollen Tür. Nichts passiert. Okay. Ach, das sind wieder diese Türen. Ich habe eine Fliege hier fliegen. Was ist das denn? Okay. Was für eine merkwürdige Blüte. Wow, dieser Dschungel ist dicht. Ich werde etwas Scharfes brauchen, wenn ich mir meinen Weg zurechthacken muss. Okay. Was Scharfes, das könnte die... Sie ist mit der Kletterpflanze verwurzelt. Ich kann sie nicht einfach pflücken. Das könnte die Schere an der Decke gewesen sein. Aber wir untersuchen einfach erstmal alles. Also... Gefahrenbucht. Gefahrenbucht. Gefahr. Nicht betreten. Das ist ein großer, dicker Bottich voller Farbe. Nummer 2. Okay. Der Chefarzt von Plunder Island warnt, Inhaltsstoffe dieses Produktes können gesundheitsschädlich oder tödlich sein, wenn sie verschluckt werden. 5 Cent. Okay. Wie inspirierend. Ein aufstrebender junger Unternehmer. Na, mein Sohn, hast du schon geöffnet? Oh, Junge, mein erster Kunde. Junge, Junge, und das ist erst der Anfang. Hi, mein Name ist Kenny. Kenny Faulzahn. Es wäre toll, wenn Sie etwas von meiner Limonade kaufen würden. Kostet nur einen Fünfer. Und das Allerbeste ist mein bodenloser Krugtarif. Das klingt nach einem guten Geschäft. Ist die Limonade gut? Oh, aber natürlich. Es ist bodenloser. Ein sehr gutes Getränk. Sogar noch besser für Sie, als Blutegel auf die Zunge zu legen. Hui. Bodenloser. Ich würde gerne etwas Limonade kaufen. Sicher. Wir haben einen bodenlosen Krugtarif, wissen Sie? Das macht einen Fünfer. Boden. Hey, in diesem Krug ist kein Boden. Super. Gib mir mein Geld zurück. Tut mir leid, ich habe Ihnen von unserem bodenlosen Krugtarif erzählt. Und aufstrebender Unternehmer. Du Kleiner. Danke, kommen Sie wieder. Okay. Hey, dieser Krug ist nur für zahlende Kunden. Okay. Ja, so, der hat uns schon mal betüdelt.
um nicht zu sagen, uns beschissen? Es ist ein Hühnerstall, aber ich sehe keine Hühner. Hallo? Vergessen Sie's. So, gucken wir das mal an. Was ist das? Oh, man muss hier alles durchsuchen, ne? Dein Huhn war zu Gold. 18 Karat. Im Sumpf hält jemand die Lösung parat. Voodoo und Zeugs. Vormals nur Voodoo. Besuchen Sie unsere neue Filiale auf Plunder Island. Okay. Das ist so dick wie Bratensoße. Okay. Da ist nichts drin. Es ist Teil des komplexen Abflusssystems von Blondbarts Hühnchenladen. Okay, dann gehen wir mal da rein. Haben Sie eine Reservierung? Natürlich habe ich eine Reservierung. Dann lassen Sie mich doch bitte mal den Reservierungsbeleg sehen. Kein Reservierungsbeleg, was? Dann raus mit Ihnen! Okay. Also das wird nichts. Oh, Entschuldigung. Ja, wir brauchen einen Reservierungsbeleg, sehr wahrscheinlich. Und wir müssen Richelieu loswerden. Oh, ja, wunderbar. Was ist das? Hey, es ist ein Aufkleber von Blood Island. Da steht, Blood Island ist für Bluter. Eine Mitteilung der Blood Island Tourismusbehörde. Vielleicht weiß der Besitzer dieses Koffers, wie man nach Blood Island kommt. Er klebt auf dem Koffer. Okay. Nur ein paar Schwertattrappen. Ich brauche keine Requisiten. Okay. Es wäre ein netter Mantel, ohne diese Schuppen. Sieht zu groß für mich aus. Das ist verrückt. Ich hätte nicht gedacht, dass Schuppen sich bewegen. Okay. Läuse! Sie zappeln. Okay, nehme ich mal mit. Ich frage mich, ob es in diesem Stück eine Rolle für einen flotten, gaunerischen Piraten gibt. In welchem Stück? Nein, ich mag den natürlichen Look. Okay, ich kann nach oben irgendwo. Okay. Okay, okay, okay. Es riecht, als würde etwas brennen. Muss wohl diese verkommene Verkabelung aus dem 17. Jahrhundert sein. Warte mal, irgend so ein Affe hat an diesen Schaltern herumgespielt. Ich muss erst die Bedienungsanleitung lesen, damit das funktioniert. Welche Bedienungsanleitung denn? Okay. Bedienungsanleitung. Okay, ich brauche eine Bedienungsanleitung. Okay, was mache ich jetzt? Also, ich bin erstmal dafür, dass wir die Läuse verarbeiten. Ich denke, das ist gut. Wir werden erstmal die Läuse verarbeiten. Ich denke mal, Läuse kam Richelieu. Das ist die Idee, die ich da habe. Mal schauen, ob es funktioniert. Und die Schere da oben, diese Schere brauche ich sehr wahrscheinlich mit der Blüte. Mal schauen, ob wir da was machen können. Inventar, Läuse. Mit
Aber das ist mit Kamm. So, mal bin ich... Oh! Heilige Pest! Sie sind von den Haardämonen besessen. Haardämonen! Das verfluchte Kopfungeziefer, die Geißel jedes hygienischen Seemanns auf den sieben Meeren. Das ist gelogen. So wahr ich hier stehe. Sie tummeln sich auf ihrem Skalp wie ein Haufen elender Seelöwen. Guter Vergleich. Das erfordert drastische Maßnahmen. Ich hol den Kahlmacher. Na na, lasst uns nicht zu voreilig sein. Voreilig? Das ist ein schlechtes Zeichen. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Ich muss amputieren. Nein, amputieren. Mein A ruinieren. Woo! Okay. Ich könnte schon einen Haarschnitt gebrauchen. Okay. Setz dich, Bürschchen, und ich verpasse dir einen feinen. Jetzt muss ich irgendwie an die Schere rankommen. Okay. Okay, was passiert jetzt? Ach, hinweg mit diesem untauglichen Briefbeschwerer. Ich muss einen anderen finden. Aber was ist mit meinem Haarschnitt? Ich bin sofort wieder da, Jungchen. Okay, der haut ab. Also ich nehme mal an, wenn wir Glück haben, kommen wir mit dem Ding da nach oben. Okay. Jawohl. Geht doch. Super. Ich habe die ganze Insel abgesucht und konnte keinen einzigen Stein finden, der als Briefbeschwerer geeignet ist. Das ist aber ärgerlich. Ich sollte mir deinen Haarschnitt dann wohl mal näher betrachten. Gerade fällt mir ein, dass ich noch einen Termin habe. Oh, ich wollte dir außerdem gerade einen französischen Zopf machen. Okay. Rachel Schrei, diese Lady war bestimmt kein Debütant. Und mit Dutt am Kopf tötete sie 20 Mann rasant. Können wir vielleicht mit dem noch hin jetzt? Ahoi da, ich bin Guybrush Threepwood. Hier, um all deine bösen Piratenbedürfnisse zu befriedigen. Ein Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen, Guybrush. Ich bin Haggis McMutton vom Clan der McMutton. Würdest du gerne meiner Besatzung beitreten? Du scheinst in Ordnung zu sein, Guybrush. Aber kein Mann kann mir als Captain dienen, bevor er nicht meinen Respekt verdient hat. Und wie könnte ein Mann das anstellen? Ach, nächste Aufgabe. Indem er mich in einem jahrhundertealten Test der Stärke besiegt. Der 500 Meter Eimer voller schwerer Steine Hindernislauf? Nein, ich rede vom traditionellen Highlander-Test der Stärke und der Männlichkeit. Dem Stammwurf. Stammwurf. Oh, in der Schule war ich beim Stammwurf immer der Schlechteste. Vielleicht liegt es daran, dass du noch nicht den rechten Bezug zur Sportart gefunden hast. Weißt du, der Stamm ist ein großes Stück Baum. Wir gehen zum Spielfeld und jeder von uns wirft den Stamm so weit er kann. Derjenige, der ihn am weitesten wirft, ist der Sieger. Das ist der bekloppteste Sport, von dem ich je gehört habe. Und ich habe Kabelfernsehen. Ei, also mit Traditionen lässt sich nicht diskutieren. Okay. Klingt toll. Fangen wir an. Okay. Super Idee. Ich würde niemals einem so schwachen Kapitän folgen. Also, klar, das muss ich gewinnen. So, ich brauche... Was brauche ich denn jetzt überhaupt? Das Einzige, was ich jetzt wüsste, wäre die Schere, die ich habe. Die Schere, um die Blüte abzuschneiden vielleicht. Das wäre meine Idee. Okay, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir wieder einen kleinen Break.
In der Hoffnung, dass das mit der Schere klappt, halten wir die Spannung hoch. Wir halten die Spannung hoch, Leute. Wir halten die Spannung hoch. Also, wir müssen, glaube ich, hier durch und das schaffen wir mit der Schere. Aber das schaffen wir erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Monkey Island, The Curse of Monkey Island. So, liebe Freunde, ihr möchte gern Piraten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Zur nächsten Folge nicht verpassen. Danke für jeden Like. Für jedes Like. Jeden Kommentar. Und Support. Ciao, ciao. Bis dann. Tschö. Hau ab, du blöde Fliege. Thank you.